Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stars TV Online. Ja, es geht endlich weiter nach einer sehr, sehr langen Zeit. Gefühlt, ja, besser gesagt, über einen Monat war ja Weihnachten im Spiel. Und Ja, und jetzt geht es endlich wieder los. nein. Garten, die Soulwriters kommen wieder. Wir machen weiter, wo wir damals aufgehört haben. Langweilig. Schnauze. So. Ja, ich wollte den Garten ja eigentlich vor Weihnachten fertig haben. Hat ja auch nicht geklappt. Nagetiere, Rosendüngung, Unkraut und Gartenwettbewerb. Da kümmern wir uns da Blue Fire eigentlich mal auf Level 11 hochbringen, weil der ist gleich noch auf Level 11. Da fehlt nur noch ein kleines Stück. Genau wie du. Genau wie du. Ignoriert die Hintergrundgeräusche. Das ist ein Defekt, den ich nicht abschalten kann. Ja. Ja, lange, lange ist her. Was hatten wir damals als letztes gemacht? Wir waren im Garten, das ist hundertprozentig sicher gewesen. Und wir hatten mit Herr Sens was zu tun gehabt. Ich glaube, da hatten wir doch irgendwie was rausgefunden. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mir die alte Folge nochmal angucken. Es ist zu lange her. Es ist ja, glaube ich, schon seit über einem Monat her, wo wir das letzte Mal in diesem Abteil Jorviks was gemacht haben. Aber wenn ich großes Glück habe, kann es sogar sein, dass wir gleich im Garten weitermachen können. Und dass wir heute bei den Soulrider gar nicht weitermachen können. Dass heute wieder eine reinste Gartenfolge wird. Das ist ja ein super Start hier ins neue Jahr, Lena. Okay, das ist ja sowieso schon beschissen angefangen, also. Es tut mir leid, dass es so enden musste. Nö. Und sammeln eben die Nagetiere noch hier ein. Ich glaube, da kann man keinen Dünger verwenden. Ich muss jetzt einmal weit weggehen. Es liegt an meinem blödes Pferd, das im Weg steht. Jetzt kommt's raus. Es kommt raus. Ich komme raus aus seinem Loch. Glaube, ich muss mich mal gleich mal richtig mal umstylen, weil ich habe eine Mischung aus Weihnachten und Halloween an mir. Genial, echt genial. Sieht so wie ein Tag aus. So wie du? What? Nein, Stopping, wir müssen noch höher. Wir müssen oben zum Landgut. Denn da fehlt auch noch was.
Ja, toll. So. Da ist was stecken geblieben. Höher. Da ist ein Blumentopf. Einer fehlt noch, einer geht noch rein. Star Pink, ich bin zu weit. So, jetzt gehen wir wieder zurück, geben die alles ab und dann gucken wir mal, ob wir da im Garten weitermachen müssen oder ob wir hoch können, nach oben, weil da ist auch eine Quest. Eine Quest wartet auf uns. Wir können nach oben. Und dann wird es auf Level gestiegen. Es ist Level 11. Bernd, hör auf. Was denn? Was mache ich denn? Lass mich in Ruhe. Ich möchte hier gerne aufnehmen. Guck, ich kann noch. Doch. Du zählst nicht. So. Linda! Wir müssen bei Linda weitermachen. Jiha! Hi! Gute Neuigkeiten! Alex ist wieder da. War sie weg? Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her. Schön, euch wiederzusehen. Es war eine lange Reise, die leider ohne Erfolg geendet hat. Bernd, ich kann so nicht aufnehmen. Das ist der Katze, nicht mir. Lisa und Anne sind um die Welt gereist. Lisa war mit ihrer Rockband auf Tour und hat viele Länder bereist. Vor einer Weile hat die Tour allerdings geendet und es wurde erzählt, dass sie zurück nach Jorvik kam. Starshine nahm und wegritt. Langweilig. Seitdem hat sie niemanden. Halt mal Klappe! Seitdem hat sie niemanden gesehen. Wir glauben allerdings, dass sie irgendwo hier in Jorvik ist. Anne war eine erfolgreiche Dressurreiterin, bis sie eines Tages bei einem Wettbewerb in Frankreich spurlos verschwand. Es gibt keine Hinweise über ihren jetzigen Aufenthaltsort. Sie ist einfach von Erdboden verschwunden. Seit vielen Monaten hat niemand mehr ein Wort von ihr gehört. Wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, Lisa aufzuspüren. Sie wurde zuletzt hier auf Jorvik gesehen. Daher sollte es uns gelingen, an ihre Spur aufzunehmen. Wenn wir Lisa finden können, haben wir bessere Karten, um Justin zu verfolgen. Lisa! Okay, Lisa. Alter 8 und Anne. Okay, wir gucken gleich gucken. Alter 18, fährt Starshine, Job Soulrider, Musikerin. Okay. Geburtstag 9. Mai, Stier. Zu Hause ich kann heute echt nicht sprechen. Starshine Ranch, Geburtsort Texas, USA.
Lieblingsessen Tacos El Pastor. Besondere Fähigkeiten Sternkreis, Reiten auf Westernart. Hobbys Singen und Gitarre, Spielen Schaffletboard. Lisa Petersen. Lisa, Zollreiter des Sternkreises, reitet das Pferd Starschein. Vor 2 Jahren zog Lisa von Texas nach Jorvik, als ihr Vater einen Job auf einer der Bohrinseln von Dakor gefunden hatte. Nachdem sie die anderen Zollreiter getroffen und Jorvik gerettet hatte, hat sie sich einer anderen Leidenschaft zugewandt, der Musik. Sie besuchte Jorvik Star Akademie, machte sich einen Namen in der Indie-Rock-Szene und tourte auf Festivals. Nach ihrem letzten Auftritt hat sie die Band verlassen und ist zurück nach Jorvik gezogen. Kurz nach ihrer Rückkehr ist sie verschwunden. Wie konnte jemand, der so cool und berühmt ist, sich plötzlich in Luft auflösen? Ja, und Anne von Blissen. Alter 18, Pferd Concorde, Job Zollreiter. Geburtstag 3. November, Skorpion. Zu Hause Luxusviertel Jorvik City. Geburtsort Jorvik City. Lieblingsessen Vegan Burger. Egal. Besondere Fähigkeiten Sonnenkreis, Dressurreiten. Hobbys, Freiwilligenarbeit, Fotografie. Das ist egal. Anne, Zollreiter des Sonnenkreises, reitet das Pferd Concorde. Anne, die in Luxus großgezogen wurde, hat es nie an etwas gemangelt. Sie hatte immer die modischen Kleidung, die edelsten Pferde und die besten Lehrer. Daher war es keine Überraschung, dass Anne die beste Dressurreiterin von Jorvik wurde. Allerdings wäre es falsch, Anne lediglich nach dem Aussehen zu beurteilen. Hinter ihrem gepflegten Äußeren verbirgt sich ein Herz aus Gold und sie hat kein Problem damit, sich die Finger schmutzig zu machen, wenn es nötig ist. Tatsächlich will sie eines Tages Tierärztin werden, entgegen der Wünsche ihrer Eltern. Unter den Zollreitern ist Anne in stressigen Situationen die ruhigste und gefassteste, was sie zu einer wirkungsvollen Anführerin macht. Es ist schon ein Jahr vergangen, seitdem die anderen Zollreiter Anne das letzte Mal gesehen haben. Ihr ziemlich hektisches Wettkampfzeitplan und die Tatsache, dass sie ganz unterschiedlich leben, unterschiedliche Leben führen, waren die Gründe dafür. Es änderte sich allerdings, als Anne bei ihrem letzten Dressurwettbewerb in Frankreich plötzlich verschwand. Ja, wo die beiden stecken, das wissen wir ja leider noch nicht. Oh. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich erstmal hiermit wieder und dann sehen wir uns morgen wieder und dann machen wir bei Alex weiter. Also bis dann. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr dolle freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet und die Glocke auch zu aktivieren. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich sehr dolle freuen, wenn ihr also ein Abo da lassen könntet, weil ich versuche regelmäßig Videos hochzuladen. Und ich würde mich auch sehr, sehr dolle darauf freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, weil ich lese sehr, sehr gerne eure Kommentare und so. Ihr könnt mich auch auf Facebook folgen, da heiße ich Lena Zeilenbritschke. Genauso wie auf Instagram heiße ich auch Lena Zeilenbritschke. Da werde ich mal zwischendurch auch mal was hinposten und so, was ich gerade neu entdeckt habe oder informiere euch drauf, wenn ein neues Video hochgeladen kommt.